Bad Rothenfelde in Niedersachsen. In dem beschaulichen Kurort lebt Ende der 1980er Jahre Ute Werner. Eine junge Frau, die einem grausamen Verbrechen zum Opfer fällt. Ein Verbrechen, das bis heute ungesühnt ist. Hauptkommissar Uwe Hollmann von der Kriminalpolizei Osnabrück möchte das ändern. Auch mehr als 30 Jahre nach der Tat lassen den erfahrenen Mordermittler die Geschehnisse von damals nicht los. Die Kripo arbeitet parallel an mehreren Cold Cases. Doch es gibt einen Grund dafür, dass sich Hollmann ausgerechnet mit dem Mordfall Werner aus dem Jahr 1988 beschäftigt. Das war aufgrund der Spurenlage, die wir noch hatten, der auswertbaren, möglicherweise auswertbaren Spuren und eben der Akte, das stand dahinter. Und auch, ich fand es besonders beeindruckend, dass noch 2014 war es, ein Bekannter, ein Freund von Ute, eine E-Mail-Nachricht schickte und fragte: Denkt ihr eigentlich noch an Ute Werner? Sommer 1988. Ute Werner ist damals 22 Jahre alt. Sie lebt bei ihrer Großmutter, die in Bad Rothenfelde eine kleine Pension betreibt. Sie beherbergt dabei hauptsächlich Kurgäste. Ich helfe dir auch. Ich erinnere dich dran, wenn es soweit ist. Okay. Gearbeitet hat sie in Osnabrück im Stadtteil Schinkel. Sie hat dort eine Ausbildung gemacht als Orthopädie-Technikerin. Und um diese Arbeitsstelle zu erreichen, das sind immerhin 25 Kilometer, ist sie normalerweise mit ihrem Auto gefahren. Doch im Sommer 1988 ist das Auto von Ute Werner über einen längeren Zeitraum kaputt. Und so musste sie auf anderem Wege nach Osnabrück kommen, nämlich zunächst erstmal mit dem Bus morgens. Und regelmäßig nahm sie dann nachmittags die Möglichkeit des Anhaltens in Kauf. Ute Werner ist eine geübte Tramperin. Der letzte Tag im Leben der 22-Jährigen ist der 10. August 1988. Wie die Kripo Osnabrück ermitteln konnte, verläuft dieser Mittwoch für die junge Frau zunächst wie jeder andere Arbeitstag. Gegen 18 Uhr, war Feierabend, ist sie dann zur Bushaltestelle gegangen mit zwei Kollegen. Die konnten dazu auch noch mal befragt werden. Und sie ist dann mit dem Bus um 18.10 Uhr, das ließ sich auch noch nachvollziehen, ganz einfach, weil sie noch die Busfahrkarte dabei hatte, ist sie dann zunächst in die Stadt gefahren, bis zum Neumarkt. Das ist hier unmittelbar im Zentrum von Osnabrück. Dort trennt sich der Weg von Ute und ihren Arbeitskollegen. Sie beobachten noch, wie Ute in einen Bus in Richtung Rosenplatz steigt. Der Rosenplatz ist eine vielbefahrene Kreuzung im Süden der Innenstadt. Ende der 1980er Jahre ist er ein vielgenutzter Ausgangspunkt für Fahrten per Anhalter. Wir befinden uns hier am Rosenplatz und hinter uns sehen Sie die Iburger Straße, die in den südlichen Landkreis und damit nach Bad Rothenfelde führt, dort wo Ute Werner auch wohnte. Und wir gehen davon aus, dass Ute hier in etwa in das Fahrzeug des Täters oder der Täter stieg. Wer hat Ute Werner hier am Osnabrücker Rosenplatz am 10. August 1988 gegen 18.30 Uhr Richtung Bad Rothenfelde mitgenommen? Von diesem Zeitpunkt an fehlt von der jungen Frau zunächst jede Spur. Die Großmutter hat sich dann am anderen Tag, tags darauf, hat sie sich an die Polizei gewandt, nachdem sie im Freundeskreis herumgefragt hatte, sich erkundigt hatte, ob da Ute möglicherweise da ist, obwohl sie als sehr, sehr zuverlässige junge Frau beschrieben wurde. Und, aber sie war nirgendwo aufgetaucht und da machte sie sich natürlich große Sorgen und hat dann eine Vermisstenanzeige erstattet. 12 Tage lang bleibt Ute Werner verschwunden. Insbesondere für ihre Großmutter eine furchtbare Zeit zwischen Hoffnung und Bangen. Am 22. August 1988 macht dann ein Spaziergänger in einem Waldgebiet südlich von Osnabrück eine schreckliche Entdeckung. Er findet die Leiche von Ute Werner. Kommissar Hollmann kehrt an die Stelle zurück, an der seine Kollegen damals die Ermittlungen in dem Mordfall aufgenommen haben. Wir befinden uns hier am Haderberg, ganz in der Nähe des Franziskus-Hospitals, so als markanten Punkt. Und hier befindet sich das Waldstück, in dem Ute Werner getötet wurde.
bzw. Aufgefunden wurde. Wobei wir davon ausgehen, dass es sich tatsächlich nicht nur um den Fundort handelt, sondern auch um den Tatort. Ute Werner wurde sexuell missbraucht und danach mit mehreren Messerstichen getötet. Bei ihrer Leiche werden fast alle ihre persönlichen Gegenstände gefunden. Nur eine rote Umhängetasche, die sie bei sich hatte, fehlt bis heute. Hat sie der Täter mitgenommen? Auch der Tatort selbst ist für Kommissar Hollmann interessant. Das Waldgebiet in der Nähe des Franziskus-Hospitals in Haderberg war relativ leicht zugänglich. Es ist schon sehr verwunderlich, dass tatsächlich niemand den Leichnam gefunden hat, da sich hier in unmittelbarer Nähe des Tatortes auch Wanderwege befinden. Und niemand hat es bemerkt. Und das hat 12 Tage gedauert, bis tatsächlich das Opfer gefunden wurde. Genauso natürlich auch, was die Tatausführung an sich angeht, dass es niemand mitbekommen hat. Gibt es Zeugen, die damals am 10. August 1988 Beobachtungen gemacht und sie der Polizei bisher nicht mitgeteilt haben? Fest steht, die Gegend um das Franziskus-Hospital war wenige Monate zuvor schon einmal Schauplatz eines Sexualverbrechens. Im März 1988 wird nur wenige hundert Meter entfernt eine Anhalterin vergewaltigt. Die junge Frau stieg, wie auch 5 Monate später Ute Werner, am Osnabrücker Rosenplatz in das Auto des Täters. Der fuhr mit ihr aus der Stadt in Richtung Haderberg, wo sich dann das Verbrechen ereignete. Bitte, lassen Sie mich gehen. Das Vergewaltigungsopfer beschrieb den Täter als etwa 35-Jährigen mit kräftiger Statur und blonden, nach hinten gekämmten Haaren. Der Mann, der einen roten Kleinwagen fuhr, soll eventuell pfälzische Mundart gesprochen haben. Ist dieser Mann auch der Mörder von Ute Werner? Ist die 22-Jährige damals durch Zufall in sein Auto gestiegen? Oder handelt es sich gar um jemanden, den Ute zumindest flüchtig kannte? Hauptkommissar Hollmann versucht im Mai 2019 auf diese Frage eine Antwort zu bekommen. Mit Hilfe eines Auftritts in der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst. Das gelingt zwar nicht, allerdings ruft Hollmann in der Sendung auch Frauen, die Ende der 1980er Jahre im Raum Osnabrück Opfer von Sexualstraftaten geworden sind, auf, sich zu melden. Es haben sich tatsächlich zahlreiche Frauen gemeldet, die Straftaten angezeigt haben, Sexualstraftaten angezeigt haben, die nach den Jahren sicherlich verjährt sind, aber als Hinweis durchaus sehr wertvoll waren und aber letztendlich dann doch nicht zur Aufklärung dieser Straftat, die wir hier nun heute ermitteln, dem Mord an Ute Werner, geführt haben. Was Uwe Hollmann Mut macht, auch in jüngster Zeit gab es nochmals interessante neue Ermittlungsansätze. Wir haben darüber hinaus auch mittlerweile durch unsere Ermittlungen, die wir geführt haben, eine Spur, die ins Ruhrgebiet führt, von der wir sagen müssen, die können wir uns so nicht erklären. Und insofern müsste vielleicht auch mal in diese Richtung gedacht werden, ob da ein Zusammenhang bestehen könnte. Ein Zusammenhang zum grausamen Mord an Ute Werner. Konkreter möchte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen momentan nicht werden. Seit 32 Jahren fahnden die Beamten nach dem Täter, der die junge Frau damals so brutal aus dem Leben gerissen hat. Unter anderem auch für die Großmutter. Ich werde die Polizei noch benachrichtigen und sage ihnen dann Bescheid. Die Frau ist wirklich sehr alt geworden und bis zu ihrem Tod regelmäßig nachgefragt hat, was denn nun, ob es was Neues gibt in dem Fall, ob der eventuell noch geklärt werden kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn wir diesen Fall jetzt noch klären sollen, da tut mir leid, dass es hat noch der Arbeitgeber gesagt, Utes Arbeitgeber, wie gerne er ihr das noch sagen würde, dass der Fall geklärt ist. Aber das geht natürlich nicht. Hauptkommissar Uwe Hollmann will auch in Zukunft nichts unversucht lassen, den Mörder von Ute Werner doch noch zur Rechenschaft ziehen zu können.